Guten Morgen, meine Damen und Herren, zum Webinar, wie man in VAPS und, habe ich gemerkt, auf der Titelfolie einen Tippfehler drin, wie man mit VAPS und VPS Baugruppen grafisch plant. Mein Name ist Martin Karlovic, ich bin Geschäftsführer der Netronic Software und begrüße Sie, wie gesagt, herzlich heute Morgen in dem Webinar. Ich hoffe, es geht Ihnen soweit gut und Ihren Angehörigen, Familien, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben unseren Betrieb der Netronic mit Beginn der Woche komplett ins Homeoffice verlegt. Das heißt, wir versuchen unseren Beitrag zu leisten, die Ansteckungskurve flach zu halten. Wir haben im letzten Jahr relativ kräftig investiert hinter den Kulissen, um tatsächlich vollkommen remote-fähig zu sein. Wir hatten einen anderen Anwendungsfall, warum wir das getan haben, im Sinn. Jetzt profitieren wir von einer Idee, die wir und Gedanken, die wir im letzten Jahr gehabt hatten. Das heißt, wir sind in der Lage, alle unsere Leistungen, unsere Softwareentwicklung, aber auch Beratungs-, Unterstützungs-, Schulungsleistungen alle komplett von remote zu erbringen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben im Moment, rufen Sie besser nicht an, sondern schicken eine E-Mail, aber wir sind komplett voll operativ erreichbar. Machen jetzt so noch die ein oder andere Erfahrung mit Webinaren und Videokonferenzen aus den Homeoffices. Ich hoffe mal, dass meine Leitung jetzt hier auch stabil bleibt. Ich habe meinen beiden Kindern gesagt, die sollen jetzt zwischen 10 und 11 nicht über die PlayStation online zocken. Ich hoffe, sie halten sich dran und Netflix dürfen sie auch nicht gucken. In dem Sinne machen wir alle das Beste draus, müssen uns alle anpassen und mal sehen, was wir in Summe dann gemeinsam und solidarisch aus der Krise mitnehmen können, lernen können und auch für die Zukunft verändern können. So, jetzt kommen wir zum Thema. Baugruppenplanung ist ja so eine Sache mit Dynamics NRV und mit Business Central. Wir haben uns mit den Optionen, die Business Central im Standard bietet, auseinandergesetzt und haben geguckt, dass wir das bestmöglich mit unseren beiden grafischen Plantafeln unterstützen können. Wie gesagt, das ist ein Webinar. Ich bin sehr an der Kommunikation und an dem Austausch mit Ihnen interessiert. Trotzdem müssen wir Sie in dem Webinar aus organisatorischen Gründen auf stumm schalten, eben weil, vor allen Dingen im Moment, weil eben doch viele aus dem Homeoffice arbeiten und nicht nur bei mir quirlige Familien im Hintergrund rumrennen, sondern bei Ihnen ja auch. Und deshalb sind Sie alle auf stumm geschaltet, damit wir einfach nicht mit von zu viel Hintergrundgeräuschen gestört werden. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie die Chatbox hier von GoToWebinar. Ich werde die Fragen dann in der Regel direkt beantworten. Manchmal mache ich eine Demo und wenn ich die Demo mache, sehe ich einfach nicht, dass eine Frage gestellt worden ist. Da kommt dieses Pop-up-Fenster nicht zu mir durch. Dann werde ich immer nach der jeweiligen Demo gucken, ob es neue Fragen gibt und die dann auch zeitnah beantworten. Nutzen Sie bitte diese Chatbox auch, um mir Ideen zu schreiben, die Sie haben, was wir vielleicht im April oder im Mai für Webinare machen sollen. Das heißt, wir machen diese Webinare ja nicht, weil zu unserer Belustigung, sondern wir machen die Webinare in erster Linie, um Ihnen regelmäßig Informationen über unsere Produkte, über Anwendungsfälle, über die viel zitierten Best Practices zu geben. Das heißt, wir wollen mit den Webinaren am Ende nur eins erreichen, dass Sie unsere Produkte Ihren Kunden besser erklären, erläutern können, dass Sie unsere Produkte bei Ihren Kunden besser implementieren können oder wenn Sie Kunde sind, dass Sie einfach sozusagen einen höheren Nutzen aus dem Einsatz unserer Produkte zielen. Von daher, wenn Ihnen Informationen fehlen, wenn Sie an einem Thema interessiert sind, teilen Sie das bitte mit mir. Wir sind da sehr, sehr daran interessiert und werden das dann auch die Idee wirklich kurzfristig und kurzfristig heißt im Laufe der nächsten 6 Wochen umsetzen. Jetzt, nach so viel Vorgeplänkel, kommen wir zum Inhalt von dem, was ich mir für heute vorgenommen habe. Das erste ist, wenn wir sagen, wir gucken uns an, wie wir Baugruppen mit VPS und VAPS planen, dann möchte ich noch einmal kurz wiederholen,
Und nochmal kurz die beiden Produkte zur grafischen Produktionsplanung, die wir für Dynamics 365 Business Central haben, die nochmal kurz miteinander vergleichen und voneinander abgrenzen, einfach nochmal zum wiederholenden Einstieg, um dann erstmal in die beiden Möglichkeiten zu gucken, die man im Standard Dynamics 365 Business Central hat, um überhaupt mit Baugruppen zu arbeiten. Dann schauen wir uns Grundlagen der Visualisierung und Planung an. Das mache ich dann mit unserem Produkt VPS und dann gehen wir am Ende des Webinars in noch vertiefende Planungsoptionen und das mache ich dann am Beispiel des VAPS. So, und damit starten wir mit der kurzen Wiederholung und der Differenzierung zwischen den beiden Produkten, die wir haben. Insgesamt ist das so, dass wir mittlerweile vier Extensions für Dynamics 365 Business Central haben. Zwei davon stehen heute im Fokus dieses Webinars. Das ist der VPS, der Visual Production Scheduler, und der VAPS, der Visual Advanced Production Scheduler. Die unteren beiden Projekte integrieren eher mit der Ressourcenplanung, mit dem Projektmodul, mit Service. Das gucken wir uns sicherlich in einem der nächsten Webinare nochmal an, aber heute fokussieren wir auf die Produktionsplanung. Da haben wir einerseits den VPS und andererseits den VAPS. Der VPS ist das Produkt, mit dem wir mal in der Entwicklung von Add-ins für Dynamics NRV gestartet sind. Das erste Produkt haben wir im März 2013 auf dem Markt. Also die erste Version des VPS gab es im März 2013. Das ist also jetzt ziemlich genau 7 Jahre her. Das heißt, den VPS haben wir eben auch verfügbar, sowohl für Business Central als auch für NRV. Bei NRV brauchen wir den RTC, also den rollenbasierten Client, weil mit Erfindung des rollenbasierten Clients Microsoft eben hingegangen ist und erlaubt hat, Add-ins zu bauen, was dann ja mittlerweile Extension geworden ist. Und wir haben dann eben auch früh begonnen, das, was wir für NAV gemacht haben, auf Business Central zu übertragen. Das heißt, der VPS ist auch schon über den AppSource verfügbar. Das heißt, am Ende gilt, egal wie Sie heute Ihren Kunden bedienen, mit dem VPS können Sie allen Ihren Kunden helfen, es sei denn, Sie haben noch Kunden auf dem Classic Client. Da geht es dann leider nicht. Der VPS integriert mit dem Fertigungsmodul, also mit dem Standard-Fertigungsmodul, und er ist am Ende nichts anderes als nur in Anführungszeichen das grafische Drag-and-Drop-Frontend für die Standard-Business Central-Fertigung. Das heißt, alles das, was Sie mit Standard-Business Central oder Standard-Navision mit dem Fertigungsmodul machen können, können Sie auch mit dem VPS machen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Ziel ist es einfach sozusagen, das, was in vielen Tabellen versteckt ist, sozusagen dem Anwender grafisch auf einen Blick verfügbar zu machen und damit auch sozusagen, dass er seinen Produktionsplan grafisch handhaben kann, dass er ihn schneller versteht und eben schneller Entscheidungen treffen kann. Das heißt, ich sage, man kann das machen, was man mit Navision oder Business Central machen kann, nicht mehr und nicht weniger, dann stimmt das. Aber in der Regel kann man das, was die Planung betrifft, mit dem VPS deutlich effektiver, deutlich schneller und deutlich besser verständlich tun. Typische Kunden, die den VPS einsetzen, sind eher kleinere Fertiger, sind neue Navision, neue Business Central Kunden, die bisher mit einem Whiteboard oder mit Excel geplant haben, die also komplett manuell sind, die vielleicht, die Sie gerade auf deren Weg in die Digitalisierung ganzheitlich begleiten und die dann eben auch sozusagen ihre Planungsprozesse digitalisieren möchten. Und wenn die dann anfangen, von einer Whiteboard- oder Excel-gestützten Planung hingehen und erstmal mit so einem Business Central Fertigungsmodul arbeiten, wenn die also auf einmal anfangen, Stücklisten haben sie in der Regel in irgendeinem System, wenn die dann anfangen, Arbeitspläne wirklich zu definieren, zu hinterlegen und dann Arbeitspläne sichtbar zu machen, dann ist der VPS und den Umgang mit Arbeitsplänen, mit auf Arbeitsplänen basierenden Fertigungsaufträgen, wenn die das lernen, dann ist der VPS wirklich ein prima Tool. Der VAPS ist dann gedacht für die Kunden, denen Standard Business Central und Standard Business Central Fertigung nicht mehr reicht.
Das ist eine Produktentwicklung, die haben wir letztes Jahr angefangen und haben im Januar diesen Jahres die erste Version gelauncht. Das ist also noch ein sehr junges Produkt. Das ist wie immer, also Software ist ja nie fertig, aber das gilt eben für den VAPS in besonderem Maße. Wir sind dabei, da weitere Funktionen reinzupacken, aber irgendwann haben wir gesagt, so, das ist jetzt eine erste Version. Damit können wir rausgehen und Kunden, die diese erste Version einsetzen werden, bekommen auch schon einen Planungsmehrwert, der deutlich über das hinausgeht, was man mit Standard Business Central erreichen kann. Wir haben den VAPS nur für Business Central gebaut. Im Hintergrund liegt eine sehr stark eventbasierte Architektur, wo wir uns viel von dem zunutze machen, was eben Microsoft erst mit Business Central gebaut hat. Das heißt, da ist es nahezu ausgeschlossen, dass wir das nochmal irgendwann für eine Navision-Version bauen. Das heißt, wir brauchen wirklich Business Central. Wir brauchen Business Central Version 14, kumulatives Update 1 und dann hochgehend alle weiteren Versionen unterstützen wir. Der VAPS ist noch nicht im App Source. Wir haben den aber letzte Woche die App Source Version fertiggestellt mit allen Tests, die man entwickeln muss, mit allen Marketinggeschichten, mit allen Dokumentationen und warten jetzt auf das Feedback von Microsoft. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir da jetzt auch im Laufe des März auf jeden Fall noch im App Source sein werden. Auch der VAPS integriert mit dem Fertigungsmodul. Er erweitert es aber. Das heißt, wir erweitern zunächst das Fertigungsmodul um neue Stammdaten, um neue Funktionen, um dann diese neuen Stammdaten, diese neue Funktion dann wieder in einer grafischen Plantafel verfügbar zu machen, beziehungsweise Aktionen in der grafischen Plantafel auf neue Funktionen zu stützen. Das heißt, hier sind typische Kunden, sind eher größere Fertiger. Wenn die Anzahl der Fertigungsaufträge steigt, es gibt Kunden, die in der Vision ein Produkt eingesetzt haben, das heißt Planner One. Den Planner One, den gibt's, den wird es nicht geben für Business Central. Und wenn Sie Kunden haben, die in der Vision den Planner One einsetzen und jetzt irgendwann mal den Sprung machen wollen oder müssen zu Business Central und an der Stelle ein Problem haben, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einmal auszuloten, was von dem, was Ihr Kunde mit Planner One macht, wir mit dem VAPS schon abdecken können. Und da sind wir aber auch ehrlich genug zu sagen, dass es ein paar Funktionen im Planner One gibt, die wir mit dem VAPS heute noch nicht abdecken. Oder es sind Kunden, die Sie von einem anderen System rüberbringen. Kunden, die vielleicht in der Vergangenheit Pro Alpha eingesetzt haben oder irgendeins von den aus dem angelsächsischen Raum kommenden Systemen, Epicor, Syspro. In den USA gibt es E2 Shoptech, das auch der ein oder andere deutsche Anwender einsetzt. Wenn die Kunden von diesen Systemen rüberbringen in Business Central, dann haben die in der Regel auch in der Produktionsplanung schon Erfahrungen gemacht, die über das hinausgehen, was sie im Business Central Standard abdecken können. Und diese Kunden sind dann eben auch sozusagen welche, die bei denen eher ein Produkt wie der VAPS passt. Wenn wir die Produkte nochmal tabellarisch nebeneinander stellen, was sind so die Kernunterschiede? Wie gesagt, beide integrieren mit dem Standardfertigungsmodul. Der VPS verändert dieses nicht. Wir ändern kein einziges Objekt. Wir fügen auch kein einziges Objekt, keine Tabelle, noch nicht mal ein Tabellenfeld. Wir fügen einfach nichts hinzu. Wir lassen das Fertigungsmodul so, wie es ist. Wohingegen beim VAPS machen wir Erweiterungen und Veränderungen am Standardfertigungsmodul. So, damit, da wir beim VPS auf dem Standardmodul aufsetzen und sich verändern, ist eben der VPS ein rein manuelles Drag-and-Drop-Plan. Sie können Fertigungsaufträge oder Arbeitsgänge nehmen und die verschieben und Arbeitsplätze werden dann natürlich auch überplant, weil das Planen mit oder gegen begrenzte Kapazitäten ist ja auch in Standard, Navision Standard Business Central wirklich schwierig. Wir haben zwar die kapazitätsbeschränkten Ressourcen, aber da macht Business Central respektive Navision produziert fragwürdige Resultate. Deshalb ist unsere Beobachtung, dass alle Partner ihren Kunden empfehlen, damit nicht zu arbeiten. Da mache ich übrigens, ich glaube, in 2 Wochen ein Webinar zum Thema Planen mit begrenzten Kapazitäten. Da gucken wir uns das nochmal im Detail an. Das heißt, wenn Sie mit dem VPS arbeiten, in der Regel sind die kapazitätsbeschränkten Ressourcen ausgeschaltet. Das heißt, Business Central bzw. Navision kann ihre Arbeitsplätze munter überplanen und genau das machen wir im VPS auch. Im VAPS machen wir auch eine Drag-and-Drop-Planung. Das heißt, wir nehmen Arbeitsgänge, schieben die hin und her, aber wir planen mit begrenzten Kapazitäten. Das heißt, der VAPS kommt mit einer eigenen
Ich habe es jetzt Planungsengine genannt. Man kann auch sagen, kommt mit einem eigenen Planungsalgorithmus, der kommt mit einer eigenen Planungslogik. Das heißt, mit dem VAPS hebeln wir an der Stelle die Planungslogik von Business Central aus und machen eine eigene, sodass wir dann, auch wenn man die kapazitätsbeschränkten Ressourcen möglicherweise nicht angestellt hat, trotzdem Planungsergebnisse bekommt, dass Arbeitsplätze niemals überplant werden. Ein ganz wichtiger Unterschied. Das zweite ist beim VPS, der Standard Business Central, Standard Navision bietet keinerlei Planungsautomatismen ein. Hier haben wir zumindest Halbautomatismen im VAPS, indem wir Planungswerkzeuge einbieten, die immer auf gewisse Anwendungsfälle zugeschnitten sind, im Sinne von, ich möchte diesen Fertigungsauftrag meinem Plan hinzufügen, ohne dass ich einen bestehenden Plan verändere. Ja, ich möchte also den frühesten Zeitpunkt finden, wo ich das einfummeln kann. Oder aber, ich habe jetzt einen Fertigungsauftrag, den möchte ich aber beschleunigen. Da möchte ich sozusagen die Nachfolger vorziehen. Dafür haben wir dann Werkzeuge, um diese Planungsprozesse dann benutzergesteuert automatisch durchführen lassen können mit allen resultierenden Umplanungen auf allen berücksichtigten Arbeitsplätzen, weil wir ja eben hier mit finiten Kapazitäten arbeiten. Installieren kann man beide Produkte wirklich schnell. Der VPS ist ein Add-in für Navision oder eine Extension für Business Central. Das heißt, Kunden, die Business Central aus der Cloud, aus der Microsoft Cloud nutzen, können sich einfach aus dem App Store runterladen, draufklicken und dann ist es installiert. Und genau so bauen wir eben auch den VAPS. Es ist eine Extension und im Moment gibt es auch noch keine versteckten abhängigen Extensions, sondern diese eine Extension wird installiert und dann ist das Produkt installiert. Der Aufwand, um es sich dann einzurichten, der ist natürlich unterschiedlich. Beim VAPS haben Sie im Prinzip keine Einrichtungsaufwände, keine Customizing-Aufwände, weil wir da ja in den Standard gehen und den Standard nicht verändern. Das heißt, wenn Sie schon Arbeitspläne hinterlegt haben, Stücklisten hinterlegt haben und so weiter, dann zeigt der Ihnen einfach den Produktionsplan an und Sie können anfangen, damit zu arbeiten. Das heißt, das geht hier. Wenn die Navision-Stammdaten schon da sind, geht das wirklich schnell. Hier ist es ja so, wir erweitern die Business Central-Stammdaten und diese Funktionen, die dann auf erweiterten Stammdaten aufsetzen, die greifen natürlich nur dann, wenn dann auch die erweiterten Stammdaten da sind. Das heißt, beim VAPS haben wir auf jeden Fall, müssen wir damit rechnen, dass wir bisschen beschäftigt sind, um ihn uns so einzurichten, dass er auch für uns die richtigen Resultate oder die bestmöglichen Resultate erzielt. Ein Beispiel ist, wir können mit alternativen Arbeitsplätzen und Arbeitsplätzen arbeiten, inklusive Produktionskoeffizienten. Das ist was Business Central nicht kann. Und damit wir damit arbeiten können, müssen wir dem System natürlich sagen, was meine Alternativen sind und wie die Produktionskoeffizienten sind. Beim VPS sind die Trainingsanforderungen ziemlich klein, weil wir ja das im Prinzip widerspiegeln, was der Standard kann. Und beim VAPS sind sie auf jeden Fall höher, weil wir ja eben ein erweitertes Produkt haben mit Funktionalitäten, die man sonst nicht out of the box bekommt und kennt. Wo sind die Erweiterungen des VAPS im Vergleich zum Business Central Standard und damit auch im Vergleich zum VAPS? Und klar, es ist erstmal das Plan mit begrenzten Kapazitäten und einer eigenen Planungslogik. Wir bieten Planungswerkzeuge zur Unterstützung von spezifischen Planungssituationen. Das ist ein ganz elementarer Ansatz, den wir fahren. Da haben wir auch gesagt, mit jedem Release, das wir zur Verfügung stellen, gibt es mindestens ein neues Planungswerkzeug, dass wir wirklich sagen, okay, es gibt auf jeden Fall Halbautomatismen, um gewisse Planungsherausforderungen schnell und effizient zu unterstützen. Wir können alternative Arbeitsplätze definieren, inklusive Produktionskoeffizienten. Das heißt, ich kann sagen, wenn das von Maschine 1 auf Maschine 2 geht, dann bleibt die Rüstzeit gleich, aber die Bearbeitungszeit pro Stück erhöht sich um 20%. Ich kann aber auch sagen, es wird schneller in der Bearbeitung, aber das Rüsten ist jetzt doppelt so lang. Die neue geht auf die neuere Maschine, da geht es schneller im Durchlauf, aber einmal komplexer zum Rüsten. Das heißt, das kann man dort machen und das ist sicherlich in vielen Anwendungsfällen auch sehr nützlich.
Wir geben Informationen zur Materialverfügbarkeit in der Plantafel. Materialverfügbarkeit ist ja auch etwas, was im Standard, in der Vision Standard Business Central wirklich stiefmütterlich behandelt wird. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, um im Moment auf Fertigungsauftragsebene Materialverfügbarkeit zu berechnen und die zeigen wir dann auch an. Wir können unterschiedliche Szenarien erstellen und diese auch verwalten. Wir können Arbeitsgänge einfrieren. Das heißt, wir können sagen, so, wenn ich den da geplant habe, der soll da liegen bleiben und egal, was ich sonst noch tue, der bleibt da liegen. Das geht auch. Wir haben Farbschemata, mit der wir diverse Planungsaspekte hervorheben können. Und dann gibt es noch ein paar Dinge mehr und auch noch ein paar Dinge mehr, an denen wir bauen. Das heißt, Sie sehen, wir fangen an, uns von dem, was Business Central standardmäßig kann, ordentlich wegzubewegen oder weiter zu bewegen und setzen dann darauf eben eine grafische Plantafel auf. So, damit zur einführenden Vergleich nochmal beider Produkte und in den nächsten Webinaren werde ich auch in die einzelnen Produkte nochmal tiefer reingehen. Jetzt kommen wir aber auf das Thema Baugruppen, das ja auch in Business Central und in der Vision nicht immer ganz trivial ist. Als wir uns angefangen haben, damit zu beschäftigen, haben wir eigentlich gesehen, dass es zwei Fälle gibt. Der eine Fall ist die reine Auftragsfertigung. Das heißt, ich habe ein Produkt, das ich immer für meinen Kunden spezifisch herstelle und um dieses Produkt herstellen zu können, brauche ich spezielle Komponenten, brauche ich spezielle Baugruppen, die ich auch wieder selbst herstelle und auch diese sind wieder kundenindividuell. Das heißt, alles, was ich tue, ist am Ende immer auf den einen Auftrag ausgelegt und ich habe zwischendurch keinerlei Möglichkeiten, mir vielleicht Teilfertigkomponenten auch vorzuproduzieren, auf Lager zu legen, sondern alles, was ich tue, ist ausgerichtet auf den einen Kundenauftrag. Trotzdem kann es natürlich sinnvoll sein, dass ich an verschiedenen Baugruppen parallel arbeite, dass ich vielleicht auch verschiedene Baugruppen separat einplane und dabei unterstützt sie erstmal Navision und unterstützt sie Business Central und damit unterstützen wir sie auch an der Plantafel. Das heißt, ich habe hier, ne, mein Kernprodukt ist ein Kronos-Datenbank natürlich, ist in diesem Fall aber ein wirklich kundenindividuelles Fahrrad. Ne, keine Ahnung, was man sich darunter vorstellen kann. Heute vielleicht ein auf Maß gefertigtes E-Bike, ne, was sie irgendwie sich über in einer Fahrradmanufaktur zusammenstellen lassen. So, um dieses Fahrrad zu bauen, brauche ich erstmal als Baugruppen ein Vorderrad und ein Hinterrad und die fertige ich auch beide wieder kundenspezifisch nur für diesen einen Auftrag und um Vorderrad bauen zu können, brauche ich dann hier einen Fronthub und um das Hinterrad bauen zu können, brauche ich die hintere Achse sozusagen und dann brauche ich auch irgendwann einen Rahmen, um beides machen zu können. Denn das ist also, das Beispiel ist ein bisschen konstruiert, zeigt Ihnen aber, dass wir hier so eine Struktur haben. Ich habe ein Kernprodukt, dafür brauche ich zwei unterschiedliche Baugruppen. Diese Baugruppen haben wiederum sozusagen Unterbaugruppen und beide Unterbaugruppen hängen dann wieder von einer gemeinsamen Unterunterbaugruppe ab. So, und das können wir uns jetzt mal angucken, wie wir das in Navision oder in Business Central dargestellt bekommen. Und wie immer, präsentiere ich aus einer englischsprachigen Umgebung, was daran liegt, dass wir die Produkte international vertreiben und ich einfach hier, meine Lizenz müsste ich auch mal erneuern. Lassen Sie mich da mal kurz eine Notiz machen. Präsentiere ich aus einer englischsprachigen Umgebung, weil wir das Produkt eben international vertreiben und wir hier die besseren Daten haben und irgendwie manchmal, Sie sehen hier, steht Überschrift und dann steht Good Morning irgendwie und manchmal habe ich Euros und manchmal Pfund. Also mein Business Central kommt mit der Art und Weise, wie ich international arbeite, auf jeden Fall in einer lokalen Docker-Umgebung nicht so ganz sauber klar. Hier steht auch, es ist auf Deutsch und die Uhrzeit ist Englisch. Also lassen wir uns davon nicht verwirren. Ich versuche weiter mit rheinischem Einschlag in der Stimme Deutsch zu sprechen. Gucken wir uns an, wie ich den Fall, nehmen wir mal zurück, wie ich diesen Fall
wie ich diesen Fall in meinem System jetzt abgebildet habe. So, das heißt, gucken wir uns erstmal meine Artikel an. Ja, und da sollte man dann doch schon sauber tippen, ne? Item im Englisch ist der Artikel auf Deutsch. Ich gucke mir meine Artikel an und mein kundenindividuelles Fahrrad ist mein Artikel 1001. Das ist mein kundenspezifisches, mein sehr individuelles Fahrrad, was wir hier bauen wollen. Das habe ich da oben standardmäßige Einstellung, habe ich hier unten eingerichtet, dass sozusagen die Wiederbeschaffungsmethode ist der Fertigungsauftrag und die Fertigungspolicy im Englischen. Ne, Fertigungsmethode hier ist Make to Order, also Auftragsfertigung und eben nicht die Lagerfertigung, sondern das ist die Auftragsfertigung und ich habe natürlich hier hinterlegt einen Arbeitsplan, weil auch für das Fahrrad am Ende muss ich noch gewisse Montagetätigkeiten, wenn dann alle meine Baugruppen da sind, habe ich hier noch, ich glaube, 3 oder 4 Montageschritte, die ich machen muss und habe hier eben auch eine Fertigungsstückliste hinterlegt. So, und jetzt gucke ich mir die Fertigungsstückliste an. Und die Fertigungsstückliste, die ich hier habe, übrigens, die entspricht der meines Standardfahrrads. So entscheidend ist halt hier die Einstellung, ob man das Produkt als Auftragsfertigung, als Lagerfertigung definiert hat. So, jetzt gucke ich mir meine Fertigungsstückliste hier für mein Fahrrad an und in der Fertigungsstückliste sehe ich halt, ich brauche das Vorderrad und das Hinterrad und dann noch eine ganze Reihe von anderen Artikeln. Das ist jetzt hier bei mir so, dass diese anderen Artikel, das sind einfach Zukaufteile, die bekomme ich dazu, aber das Vorderrad und das Hinterrad, das sind halt Teile, die ich auch wiederum selbst produziere. Ja, das heißt, schauen wir uns mal das Vorderrad wieder an, gehen wir auf die Artikel zurück. So, das Vorderrad ist ein eigenständiger Artikel und bei dem eigenständigen Artikel habe ich das wieder genauso eingerichtet. Sag ich, erzeuge es mir durch einen Fertigungsauftrag und ich mache eine Auftragsfertigung. Ich habe hier wieder einen eigenen Arbeitsplan. Das heißt, ich brauche ein paar definierte Arbeitsplätze und es gibt hier auch wieder eine eigene Fertigungsstückliste. Ja, gucke ich mir also die Fertigungsstückliste meines Vorderrads an. Dann sehe ich wiederum, okay, ich habe hier eine Reihe von Zukaufteilen und ich habe mein Front-Hub und das Front-Hub, das haben wir ja wieder gesehen, das habe ich wieder angelegt als einen eigenen Artikel, habe unten wieder eingestellt Auftragsfertigung und beim Front-Hub in der Fertigungsstückliste, da steht dann der Rahmen drin. Ne? Und genauso, das heißt, ich habe dann, da steht dann der Rahmen drin. Ne? Das heißt, jetzt können wir mal gucken. Hier, das ist mein Front-Hub, ne? Fertigungsstückliste vom Front-Hub. Da. Ach, jetzt war ich zu schnell. Genau, zurück. Machen wir es einfach mal kurz. Fertigungsstück vom Front-Tab, da steht dann der Rahmen drin und auch wieder Zukaufteile. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein bisschen konstruiert, aber Sie sehen, und genauso habe ich den Pfad gemacht vom Fahrrad zum Hinterrad und dem Backup und dann auch wieder den Rahmen mit drin. Ja, so habe ich das eingerichtet, dass wir halt hier jeweils die Auftragsfertigung eingestellt haben für alle zu fertigenden Komponenten und alle zu fertigen Komponenten, alle zu fertigenden Baugruppen haben dann auch einen eigenen Arbeitsplan. So, und jetzt können wir ja mal hingehen und legen uns einen Fertigungsauftrag an. Das Interessante ist, diese Art und Weise mit Baugruppen zu arbeiten, also die reine Auftragsfertigung, die kann ich sozusagen für Fertigungsaufträge aller Stati machen. Das heißt, das kann ich für den freigegebenen Fertigungsauftrag machen, das kann ich für den fest geplanten Fertigungsauftrag machen, das kann ich auch für den einfach geplanten Fertigungsauftrag machen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier geplanter Fertigungsauftrag.
sag, ich leg mal einen neuen an. So, nimm jetzt hier meinen Artikel 1001, ne, mein individuelles Bike. Sag mal, ich brauche 50 von diesen tollen, einfachen Bike. Ich mache jetzt, also ich es nachher nicht in der Plantafel, meine Plantafel guckt in 2020. Das heißt, ich gucke es mir jetzt einfach mal nur hier in der Vision an. Ups, auch egal, 22 von mir aus. Und sag, plan mir das ein und plan mir das von meinem Due Date hier rückwärts ein. Und dann sehe ich, zack, ich bekomme eine ganze Reihe von Fertigungsauftragszeilen. Ja, das heißt, was ich jetzt habe, ist, ich habe hier auf der obersten Ebene mein Endprodukt sozusagen, das individuelle Fahrrad, habe dann meine Unterbaugruppen, Vorderrad und Rückrad, habe dann sozusagen nochmal, und ich sehe, hier ist auch noch irgendwas in meinem Plan falsch, sehe dann, hier müsste jetzt eigentlich Front-Hub und Backup stehen. Ich glaube, ich habe da gerade irgendwas geändert beim Rumklicken und sehe dann hier den Rahmen. Das heißt, ich sehe aber hier, wie die einzelnen Komponenten auch voneinander abhängig sind, beziehungsweise zugeliefert in die andere werden und sehe eben auch hier, ich fange hier mit dem Rahmen an, wenn ich damit fertig bin, kann das starten. Und so weiter, so dass das hier wirklich vernünftig hochgezogen wird und habe dann alles, und ich habe den extra jetzt ja im übernächsten Jahr angelegt, dass wir nachher in meiner Plantafel, wo ich reingucke, den nicht sehe. Ich habe hier auch einen, den habe ich gestern im englischen Webinar angelegt, der liegt dann im vergangenen Jahr und wir gucken uns jetzt mal, und das ziehen wir auch von der Dynamik vor. Wir gucken uns jetzt schon mal an, nachdem ich ihn mir angelegt habe, wie das denn jetzt in der einfachen Plantafel aussieht. Das heißt, vom Ablauf, das heißt, ich gehe einmal kurz zu den Folien zurück. Ich sehe, es sind noch keine Fragen da. Wir haben uns das jetzt angeguckt, wie ich das angelegt habe. Bevor ich mir den zweiten Fall angucke, fangen wir schon mal an mit den Grundlagen der Visualisierung. Das heißt, gehen wir mal zurück und schauen uns mal an, wie das jetzt in der Plantafel erscheint. Das heißt, ich gucke mir mal über den VPS meine Fertigungsaufträge an. Ich gucke auch im Moment erstmal auf alle, die ich habe. Ich lade jetzt einen gewissen Zeitraum, das heißt, die, die in 2020 liegen und die, die in 2022 liegen werden, die sehe ich nicht, so dass ich jetzt hier nur einen geplanten Fertigungsauftrag sehe. Zum Thema Zeitraum, der geladen wird, und zum Thema Filtern habe ich letzte Woche ein Webinar gemacht. Das können Sie sich auf unserer Homepage nochmal angucken. Empfehle ich auch, weil die Filterkonzepte sind relativ fundamental. Das heißt, ich habe mir jetzt das eingeladen, was hier nahe an meinem Arbeitsdatum liegt. Und ich sehe aber, ich habe hier eben von meinem Artikel 1001 auch einen Fertigungsauftrag drin. Gucken wir uns den nochmal an. Mache ich hier Doppelklick. Ich sehe also, ne, Fertigungsauftrag Kopf 101025. Okay, das ist noch, steht hier noch als Touring Bicycle in der Beschreibung. Das könnte jetzt auch mein Custom Bicycle sein. Den habe ich vorher angelegt. Ich habe einen Fälligkeitstermin und ich habe hier unten dann richtigerweise mehrere Fertigungsauftragszeilen. Das heißt, ich kann jetzt von hier aus reinzoomen, so wie ich das gerade auch gemacht habe, von dem Fertigungsauftrag in die Fertigungsauftragszeile. Das heißt, hier habe ich den Rahmen, hier habe ich Backup, Front-Hub, nach dem Backup kommt das Backwheel, nach dem Front-Hub kommt das Frontwheel und erst wenn ich Vorderrad und Hinterrad und Vorderrad fertig habe, dann kann ich hier mit der Montage meines Endproduktes beginnen. Das heißt, unter dem Fertigungsauftrag liegen eben einzelne Fertigungsauftragszeilen. Und wenn ich jetzt hier reinzoome, dann sehe ich halt, okay, ich kann ja noch eine Stufe weiter reingehen. Ich kann ja von den Fertigungsauftragszeilen in die Arbeitsgangzeilen gehen. Das heißt, ich gehe jetzt mal rein in den Arbeitsplan und sehe jetzt eben die Arbeitsgangzeilen. Das heißt, um mein Endprodukt am Ende zu montieren hier, geht erstmal auf den Arbeitsplatzgruppe allgemeine Montage, dann wird auch was auf Montagestation 1 gemacht, dann auf Montagestation 2 und am Ende muss auch nochmal irgendwie die Qualität überprüft werden. Das ist aber nur der letzte Schritt.
Ich brauche dazu ja die Baugruppe Vorderrad und Hinterrad. Und um meine Baugruppe Vorderrad zum Beispiel zu produzieren, habe ich wieder einen eigenen Arbeitsplan. Nein, das heißt, hier muss ich am Ende, am Anfang auch irgendwas montieren oder demontieren und dann geht es über drei Arbeitsplätze, Drilling, Milling, Turning und am Ende muss nochmal wieder was zusammengebaut werden und dann ist mein Vorderrad fertig und dann kann das die Baugruppe geliefert werden, um dann am Ende das Tourenrad oder das individuelle Fahrrad zu fertigen. Und Sie sehen, Navision hat mir das auch erstmal eingeplant, dass wenn das hier beides fertig ist, dann kann ich hiermit beginnen. Und diese Struktur, die sehen wir erstmal hier. Ich kann jetzt auch hier in den Arbeitsplan abtauchen. Das ist der Arbeitsplan meines letzten Arbeitsschrittes. Ich kann aber auch entsprechend abtauchen in den Arbeitsplan meiner Baugruppe. Und jetzt sehen Sie schon, wenn ich hier einen ausgewählt habe, sehe ich im Prinzip die Verbindungspfeile. Und typischerweise kennen wir die Verbindungspfeile zwischen unseren Arbeitsgängen. Die sind so durchgezogen, ne, zwischen den Arbeitsgängen aus dem Arbeitsplan. Ich habe jetzt aber auch diese gestrichelten Verbindungspfeile und die zeigen mir jetzt eben an die Verbindungspfeile zwischen den einzelnen Baugruppen. Das heißt hier, mein letzter Arbeitsschritt, ne, die Montagetätigkeiten hängen halt davon ab, dass Baugruppe Vorderrad und Baugruppe Hinterrad abgeschlossen sind, während ich hier erst starten kann, wenn dieser abgeschlossen ist. Hier kann ich erst starten, wenn der abgeschlossen ist. Die beiden hängen hier halt von meinem Rahmen ab. So, und jetzt kann ich wieder hingehen und erstmal, ich schalte mal eben kurz um in die andere Ansicht. Das heißt, hier sehen wir es genauso. Ne? Das heißt, hier sehen wir jetzt, wie der ganze FA in all seiner Abhängigkeit durch die einzelnen, im Moment ist es noch Arbeitsplatzgruppen geht. Ich kann aber auch hier runterblenden auf den Arbeitsplatz und dann sehe ich, was liegt auf dem Arbeitsplatz. Ich sehe natürlich auch ein klar, Navision hat mir ja schön eine Überbelastung eingeplant, müsste also schon hingehen und das eine nach rechts verschieben, kann ich ja mal machen. Ja, das heißt, ich kann jetzt einen, ich möchte die beiden auf meiner Cutting-Maschine einen machen, ich möchte die jetzt aber hintereinander legen. Das heißt, ich ändere jetzt eine Baugruppe, dann rechnet er auch ein bisschen? Für meinen Geschmack rechnet er jetzt auch ein bisschen zu lang. So, und jetzt hat er aber alle Abhängigen verschoben. Das heißt, er hat nicht nur diese eine Baugruppe verschoben, sondern wenn es dann auch abhängige Elemente gab, und jetzt gehen wir nochmal wieder zurück in die andere Ansicht. Ne, er hat jetzt sozusagen, ich habe jetzt hier die Veränderung gemacht. Das war bei meinem Backup. Das heißt, das habe ich verschoben. Dadurch hat sich dann eben auch der Starttermin meines Hinterrads verschoben, oder hätte sich verschieben können und dadurch hätte sich dann auch die Produktion meines Fahrrads verschieben können. Das können wir jetzt nochmal machen. Im Moment war es noch so, die Änderung hatte erstmal nur Auswirkungen hier auf die eine Baugruppe. Das heißt, ich sehe auch, bei der Baugruppe habe ich jetzt meinen ursprünglich geplanten Fälligkeitstermin verletzt. Alle anderen sind noch gleich geblieben. Wenn ich es noch ein bisschen weiter geschoben hätte, na, also habe ich hier irgendwie das doch ganz brauchbar gemacht, wenn ich es weitergeschoben hätte und der Nachfolger wäre jetzt aus irgendeinem Grund hier gelandet, wäre jetzt aus irgendeinem Grund hier gelandet. Ziehen wir es nochmal durch. Dann sehen wir, das hat jetzt eben auch einen Einfluss auf nachgelagerte Baugruppen mehr. Das heißt, der bleibt unverändert. Das ist mein Front-Hub. Aber das hat jetzt hier eine Veränderung hervorgerufen. Ne? Von meinem Backup hat eine Änderung hervorgerufen bei meinem Hinterrad, weil sozusagen die Eingangskomponente kommt später. Ich kann auch hier später anfangen. Die gehen alle später durch. Und das hat jetzt natürlich auch eine Verzögerung hier hervorgerufen. Die ist immer noch nicht kritisch im Liefertermin, aber
grauer Punkt zeigt, hat sich geändert. Das heißt, wir sehen, wenn Sie mit der Baugruppen, mit Baugruppen arbeiten im Sinne von der Auftragsfertigung, dann zeigen wir das an und wir zeigen es im VAPS genauso an, wie wir es hier im VPS gezeigt haben, also mit den Verbindungen, und wir berücksichtigen die komplette abhängige Kette. Was wichtig ist zu wissen ist, wenn wir einen Fertigungsauftrag anlegen, so wie ich das jetzt getan habe, als eine reine Auftragsfertigung, dann erzeugt Navision oder Business Central den Fertigungsauftrag mit den verschiedenen Fertigungsauftragszeilen. Und was im Hintergrund passiert ist, und es passiert alles innerhalb eines Fertigungsauftrags, was aber im Hintergrund passiert, es werden auch Navision-seitig Reservierungs- und auch Business-Central-seitig Reservierungsposten angelegt. Das heißt, von meinem Rahmen, den ich jetzt hier produziere, mache ich eine Reservierung für mein Backup, für mein Front-Hub. Von meinem Front-Hub, das ich hier produziere, mache ich eine Reservierung für mein Vorderrad und von Vorderrad und Hinterrad mache ich Reservierungen für mein individuelles Fahrrad hier. Das heißt, diese Verbindungen, die wir hier sehen, entstehen in diesem Fall über das Konstrukt der Auftragsfertigung, was ich Ihnen gezeigt habe. Gehandhabt wird das aber über Reservierungsposten. Und damit gehen wir jetzt nochmal zurück und gucken uns den zweiten Fall an, den ich vorbereitet habe. Der zweite Fall, den ich vorbereitet habe, ist eben Auftrags- und Lagerfertigung kombiniert. Es ist ja nicht immer so, wie wir es uns gerade angeguckt haben, dass alle Baugruppen, die wir fertigen, immer nur bezogen auf den einen Auftrag sind, sondern es ist ja oft so, dass wir ein Fertigprodukt, ein Endprodukt haben. Das ist jetzt in meinem Fall hier Artikel 3000, dass wir das haben. Und um dieses Endprodukt produzieren zu können, brauchen wir, ich habe es jetzt ein bisschen einfacher gemacht, brauche ich in der Regel zwei Baugruppen. Manchmal brauche ich aber auch nur eine. Und manchmal ist das auch so, dass ich schon eine Baugruppe auf Lager habe und die andere Baugruppe noch produzieren muss. Oder ich weiß, ich brauche jetzt beide. Das heißt, ich produziere beides, aber ich weiß, irgendwann mal werde ich Artikel 2100 noch produzieren. Das heißt, davon stelle ich jetzt was auf Lager her. Ja, das heißt, diesen Fall gibt es eben auch, dass ich ein Endprodukt herstelle. Dieses Endprodukt ist wieder kundenindividuell. Die Eingangsprodukte sind aber so, dass ich sie entweder an Lager habe, weil ich sie, die Baugruppe vorher schon produziert habe, oder dass ich jetzt mehr produziere und einen Teil davon mir dann aufs Lager lege. So, dann heißt, ich fange an, die Dinge zu kombinieren, und schauen wir uns das jetzt mal wieder an, was wir da in Navision tun können und sollten. Verlassen wir jetzt mal den VPS und gehen nochmal, gucken wir uns das noch einmal schnell an. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So. Mein Artikel 3000, der hat eine eigene Fertigungsstückliste und den habe ich auch eingestellt, dass es auch Auftragsfertigung mit einer eigenen Fertigungsstückliste, einem eigenen Arbeitsplan. Jetzt gucken wir uns einfach nur mal Artikel 2100 ein. An Artikel 2100 habe ich eingestellt auf als Lagerfertigung und auch mit einem eigenen Arbeitsplan. Genauso habe ich Artikel 2200 eingestellt. Wir machen aber das Beispiel jetzt, tun wir mal so, als würden wir den Artikel 3000 herstellen und hätten schon von Artikel 2200 ausreichend an Lager, müssten also gucken, dass wir noch ein bisschen Zugangsmaterial bekommen. So, das heißt, was ich jetzt machen muss, ich brauche einen Fertigungsauftrag für Artikel 2100 und einen weiteren Fertigungsauftrag für Artikel 3000 und ich muss dann von dem Fertigungsauftrag von Artikel 2100 eine Reservierung machen auf meinen Fertigungsauftrag von Artikel 3000.
Ja, das ist so, so funktioniert das. Und Reservierungen kann ich in Business Central und einer Vision nur machen bei festgeplanten oder freigegebenen Fertigungsaufträgen. Das heißt, bei geplanten Fertigungsaufträgen kann ich das nicht machen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hin und sage, okay, legen wir mal zwei festgeplante Fertigungsaufträge an. Ich habe hier auch zwei schon drin. Lassen Sie mich einfach zwei neue machen. Und dann gucken wir uns die an. Das heißt, erstmal mache ich mein Endprodukt. Das ist mein Artikel 3000. Ne? Angenommen davon mache ich 15 Stück. Und jetzt merken wir uns, ich möchte die haben am 14.02. Aber im nächsten Jahr und irgendwas ist hier wirklich interessant. Ja, mal am 15.02. So, am 15.02. möchte ich die haben. Ich setze auch diesmal das Required Due Date, weil wir das im VAPS brauchen und sage, plan mir den erstmal ein. Und ich mache es jetzt erstmal manuell, ich mache es nicht über das Planungsworksheet, das geht natürlich auch. Dann sehe ich, damit ich hier anfangen kann, muss ich am 12.02. beginnen. Jetzt lege ich einen zweiten Fertigungsauftrag an über meinen Artikel 2100. Wir hatten ja gesagt, der andere Artikel ist an Lager. Und ich sage, komm, ich produziere nicht nur 15, sondern lassen Sie mich mal 30 machen und ich lege mir 15 ins Lager. Die brauche ich dann, baue mal ein bisschen Puffer ein am 11.02. Lass nach Vision das wieder einplanen oder Business Central das wieder einplanen, dass ich das auch rechtzeitig da habe. So, und was jetzt ist, im Moment weiß das System ja noch nicht, dass ich einen Teil von diesen 30, die ich hier produziere, für mein, dass das eine Baugruppe ist, die ich brauche für den Fertigungsauftrag, den ich vorher angelegt habe für Artikel 3000. Das heißt, ich muss jetzt von hier eine Reservierung machen. Ja, das heißt, Funktion reservieren. Dann wird mir schon gesagt, wofür ich etwas reservieren kann und sage, okay, ich habe hier einen fest geplanten Fertigungsauftrag und kann sagen, Aktionen, Funktion reserviere von der aktuellen Menge. Und ich hoffe, dass der das jetzt auf eine sinnvolle Art und Weise gemacht hat. Ich glaube, der hat das hier oben gegen reserviert. Ja, wir werden sehen. So, und das kann ich mir jetzt in der Plantafel angucken. Jetzt gehe ich in den VAPS. Im VAPS ist das so, wir starten ja nie direkt von den Auftragsdaten, sondern wir erstellen erstmal eine Simulation. Das heißt, mit der Simulation generieren wir eine Kopie meiner Fertigungsdaten, sodass ich dann Szenarien anstellen kann, auch Szenarien vergleichen kann. Wir arbeiten gerade daran, dass wir Ihnen KPIs zeigen, um dann die Szenarien, die wir bauen, auch Messgrößen gestützt vergleichen zu können. So, jetzt habe ich aber meine Daten hier in eine temporäre Datei kopiert, in eine temporäre Tabelle kopiert. Kann es mir von hier aus wieder ansehen. Dann sieht es erstmal wieder so aus wie vorher. Jetzt gucke ich mal, wir haben hier meine fest geplanten Fertigungsaufträge. Und jetzt sehe ich, es liegen hier halt welche auf der Standby-Ressource und ich habe ein bisschen Chaos produziert. Guck ich mal hier. Das heißt, die Reservierung, die ich jetzt gemacht habe, ist im Prinzip, ich habe, das ist meine startende Baugruppe und von der habe ich eine Reservierung gemacht, jetzt mittlerweile auf zwei abhängige Fertigungsaufträge. Na, einen hatte ich schon eingeplant, einer ist neu. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich den Fall durch die Reservierung, die ich gemacht habe. Ich hatte vorher schon Reservierung im System, haben wir hier einmal die Baugruppe, die produziert wird und davon sind jetzt zwei nachgelagerte Fertigungsaufträge abhängig. Wenn ich jetzt hingehe und sage, plane mir diesen ein, also füge diesen dem Plan hinzu, ohne den Plan zu verändern, dann werden alle nachfolgenden Elemente eingeplant
und wir berücksichtigen dann hier auch jeweils die Reservierungen. So, jetzt sehen wir aber, weil die Maschine belegt ist, ne, die meine Cutting-Maschine 2, die im Arbeitsplan hinterlegt ist, ist schon ausgelastet, relativ gut ausgelastet. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, plane mir das ein und gucke mal. Ich kann ja alternative Arbeitsplätze hinterlegen. Guck mal bei den Alternativen, ob du nicht früher fertig werden kannst. Und jetzt hat er die erste Baugruppe eingeplant, aber dann eben auch entsprechend die abhängigen Baugruppen so eingeplant, dass ich jetzt eben zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt fertig werden kann. Und wenn ich jetzt hingehe und verschiebe das, dann wird eben auch wieder nachfolgerseitig werden die abhängigen Baugruppen eben dementsprechend mit verschoben. Das heißt, das berücksichtigen wir alles und wir sehen jetzt auch wieder bei der Eingangsbaugruppe, bin ich zu spät. Hier hinten halte ich aber noch meine Liefertermine, die jetzt deutlich weiter rechts liegen. So, jetzt gucken wir hier im Moment auf den Plan aus der sogenannten Fertigungsauftragsstatusansicht. Das heißt, wir sehen die festgeplanten, sehen wir in dunkelblau und die freigegebenen in orange. Das kann sinnvoll sein. Es kann aber auch sein, gerade in dem Fall, den wir jetzt hatten, dass wir sagen, na Moment mal, und gehen wir nochmal zurück. Ich habe ja nun Aufträge. Ich habe ja nun Aufträge, die offensichtlich, wo ich Baugruppen und Baugruppenkomponenten herstelle, die sozusagen, und das war ja auf jeden Fall der hier, wo ich dann Reservierungen drauf gemacht habe. Das ist mein Endartikel. Gucken wir mal den hier an. Das ist ja eine Baugruppe, Baugruppe 2100, und davon habe ich Reservierungen gemacht. Das heißt, ein Teil davon soll ja in einen Kundenauftrag gehen. Hiervon habe ich eine Reservierung gemacht und dann kann ich sagen, okay, das geht in einen ganz spezifischen Kundenauftrag rein. Das heißt, von mir aus möchte ich, dass mir das in Rot angezeigt wird. Genauso machen wir nochmal, sagen wir, der hier, da möchte ich auch eine Reservierung drauf machen. Das ist auch für einen Kundenauftrag. Der soll mir auch in Rot angezeigt werden. Jetzt lege ich nochmal einen neuen Fertigungsauftrag an mit dem gleichen Artikel. Wieder Artikel 2100. Machen wir mal richtig viele. Komm, ich sag, ich produziere einfach mal von dieser Baugruppe. Machen wir mal auf den 17.02. Ich produziere von dieser Baugruppe jetzt einfach noch mal eine Menge, die ich mir ins Lager lege. Na, einfach, da mache ich keine Reservierung, sondern die lege ich mir einfach ins Lager und dann sage ich, komm, Lageraufträge, die möchte ich aber in meiner Plantafel in Schwarz sehen. So, lassen Sie mich noch mal schnell eine neue Simulation machen, wo wir jetzt den neuen FA, den wir gerade angelegt haben, auch mit drin haben. Dann sieht das erstmal wieder genauso aus, wie es vorher ausgesehen hat. Ich sehe also dunkelblau, ne, das sind die festgeplanten und orange, das sind die freigegebenen FAs. Ich kann aber jetzt sagen, ändere mal das Farbschema. Ich habe ja Fertigungsaufträgen eine gewisse Farbe mitgegeben und diese Farbe hilft mir jetzt zu differenzieren, handelt es sich um einen Kundenauftrag und handelt es sich um einen Lagerauftrag. Das heißt, ich ändere mein Farbschema und gehe aus der Fertigungsauftragsstatusansicht in die Fertigungsauftragsansicht. Das Bild bleibt genau das gleiche, nur Sie sehen jetzt, ich bekomme neue Farbgebungen. Und hier ist es tatsächlich so, und das habe ich auch mit den anderen Daten schon zur Vorbereitung gemacht, immer wenn ich einen Lagerauftrag habe, der ist schwarz angezeigt, und immer wenn ich einen Kundenauftrag habe, dann habe ich dem eine Farbe gegeben. Ich habe jetzt sogar noch Differenzierung gemacht, das habe ich vorher getan. Es gibt eben auch einige Kundenaufträge, die sind grün, und andere Kundenaufträge, die haben wir eben zusammen gemacht, das sind die roten. Das heißt, ich würde jetzt auf jeden Fall, wenn ich Planer wäre, sagen, ja, das hier ist ein Kundenauftrag, den plane ich zuerst ein. Das heißt, ich sage erstmal, pack mir den zu dem Plan mit den alternativen Arbeitsplänen, sodass ich schnellstmöglich fertig werde. Und jetzt habe ich alle meine Kundenaufträge super eingeplant
Und dann kann ich hingehen und sagen, ja, jetzt gucke ich mir an, wann kann ich denn eigentlich meine Lageraufträge machen? Das heißt, ich kann wieder hier hingehen und sagen, füge mal das alternative, den alternativen Arbeitsplan an. Okay, dann geht er hier hin, weil ich habe die Cutting 3 Maschine so eingestellt, können wir auch mal machen. Die ist auch erlaubt, aber jetzt wird der Balken deutlich länger, weil ich hier einen anderen Produktionskoeffizienten hinterlegt habe. Das heißt, Cutting 3 ist langsamer, machen wir es wieder zurück. Schieben wir das wieder zurück. Na, das heißt, ich habe jetzt hier meinen Lagerauftrag eingeplant, kann mir den nächsten Lagerauftrag nehmen, sag, komm, plan mir den wieder ein, unter Berücksichtigen aller Alternativen, ohne dass mir ein Kundenauftrag zerstört wird. Das heißt, einfach nur mit einer vergebenen Farblogik kann ich jetzt sozusagen als Planer sehen, was ich zuerst einplanen muss und was ich als nächstes einplanen soll und auch wo ich Planungsfreiheitsgrad habe. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Kundenauftrag reinkäme, der zwingend hier auf die Drillingmaschine 1 müsste, dann wüsste ich, okay, komm, ich habe hier einen Lagerauftrag liegen. Da ist es auch gar nicht so schlimm, wenn ich den ein bisschen nach hinten schiebe, um mir jetzt hier Platz zu machen, um da dann noch einen neuen Kundenauftrag reinquetschen zu können. So, und das ist eine Möglichkeit, die wir hier im VAPS geschaffen haben. Machen wir nochmal den Fertigungsauftrag auf, dass wir im Fertigungsauftrag Kopf sagen können, okay, in welcher Farbe soll der uns denn dargestellt werden? Und gerade wenn ich mit Baugruppen arbeite und wenn ich Baugruppen habe, die für einen Kundenauftrag verwendet werden, oder wenn ich Baugruppen habe, wo ich sage, na, die produziere ich mir jetzt schon mal vor, auf Lager, dann hilft das auf jeden Fall mit einer Farbgebung zu arbeiten, in der Sie Kundenaufträge und Lageraufträge vernünftig optisch unterscheiden können. So, und damit haben wir uns auch noch ein paar weitergehende Planungsoptionen angeguckt. Wie gesagt, immer dann, wenn Fertigungsauftragszeilen über Reservierungen verbunden werden, entweder wenn ich es so mache, wie ich es gerade gemacht habe, oder wenn die Reservierungen über das Planungsworksheet erfolgen oder wenn Reservierungen in einer reinen Auftragsfertigung innerhalb der Fertigungsauftragszeilen eines Fertigungsauftrages vorliegen, dann berücksichtigen wir das bei allen Planungstools und allen Planungsverfahren, die wir haben. Und damit, Sie haben bis jetzt keine Fragen gestellt, gäbe es jetzt nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ansonsten möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute bei mir waren, dass Sie an dem Webinar teilgenommen haben. Würde mich freuen, wenn Sie im Nachgang Fragen haben, dann melden Sie sich bei mir per E-Mail oder lassen Sie uns auf LinkedIn verknüpfen und auch da gemeinsam und auch gemeinsam mit Ihren und mit meinen Kontakten Informationen teilen. Ich denke, Netzwerken ist für alle von uns relevant und wichtig. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie auch in den nächsten Webinaren wieder Gast sind. Und am meisten freuen wir uns natürlich alle, wenn so viele von uns so gesund wie möglich bleiben. Und damit haben Sie einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.